Herzlich willkommen. Wir sind heute hier mit Herrn Breisach, dem Präsidenten und Geschäftsführer des Golfclub Schloss Frauenthal in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Breisach. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Schön, dass Freue Sie Zeit gefunden haben. Zuallererst natürlich, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihren Mitarbeitern? Ja, meine Mitarbeiter sind teilweise am Platz, also sie arbeiten, allerdings in Kurzarbeit. Wir haben jetzt von der Regierung eine Kurzarbeitmöglichkeit bekommen. Das bedeutet, dass meine Angestellten in 3 Monaten je 10% oder in einem Monat 30% der Arbeit verrichten müssen. Der übliche Arbeit, also der von 40 Stunden, der 10% im Monat. Und dafür bekommen sie zwischen 80 und 90% bezahlt vom Staat. Also hat das relativ schnell tatsächlich geklappt. Hier in Deutschland hört man Kurzarbeit auch, Staatshilfen etc. In Österreich wurde es direkt umgesetzt und Ihre Mitarbeiter nehmen das bereits in Anspruch, beziehungsweise Sie als Golfclub. Ja, es geht relativ unbürokratisch. Ja. Man muss zwar als Golfclub das Geld vorschießen, die nächsten ein, zwei, 3 Monate, und bekommt aber dann nach 3 Monaten sogar anteilig Urlaubs- und Weihnachtsgeld zurück und die gesamte Lohnsteuer. Also ist ein sehr, sehr tolles Modell, muss ich sagen. Das klingt für Ihre Mitarbeiter und Sie natürlich sehr, sehr ja, unterstützend hilfreich erstmal. Nichtsdestotrotz liegt natürlich jetzt, ja, die Golfbranche ist fast gänzlich zum Stillstand gekommen. Was für Auswirkungen hat das für Sie als Golfclub? Naja, also bei uns ist einmal Stillstand auf jeden Fall bis 13. April, Montag, Ostermontag. Es sind alle Spielplätze, alle Sportstätten geschlossen, auch leider die Golfplätze. Wobei ich ganz kurz mit unserem Sportminister mich kurz geschlossen habe und ihn gefragt habe, wie das dann so mit den Golfern sein wird. Und er an mehr oder weniger meine Solidarität gepocht hat und gesagt hat, man kann einfach nicht die Golfplätze aufsperren und das würde also ich würde sagen, einen Shitstorm auslösen in der Bevölkerung. Also wir rechnen damit, wahrscheinlich, dass wir den ganzen April geschlossen bleiben und dass wir dann auch im Laufe des Jahres, im Mai wird es ja nicht so sein, dass die Corona-Infektion vorbei ist, sondern wir werden es einfach geschafft haben, dass sie abgeflacht ist und dass unser Gesundheitssystem das Ganze packen wird, also die Neuerkrankten, und dass wir nicht dem gleichen Zustand mehr oder weniger zusteuern wie momentan in der Lombardei oder in Teilen von Spanien momentan. Oder auch New York ist, glaube ich, jetzt momentan ziemlich schlecht dran. Also ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich so 2 Drittel oder noch mehr Greenfee-Einnahmen, Ausfälle haben werden. Über das ganze Jahr gesehen. Über das ganze Jahr gesehen, es wird wahrscheinlich in Tirol, Salzburg, das sind ja die Plätze, die vor allem über Greenfee-Einnahmen mehr oder weniger ihr Salär haben, da werden einige zusperren müssen, könnte ich mir vorstellen. Mein Platz im Speziellen, ich habe ja, naja, ich würde sagen, die Greenfee-Einnahmen sind so die Butter am Brot. Das heißt, ich werde es nicht so sehr spüren. Schon, aber nicht so sehr. Hoffe ich zumindest. Sie haben es gerade schon angesprochen, Tirol, Salzburg, die Gegend. Da ist das Thema Greenfee-Einnahmen in der Bilanz ein nicht zu verachtender Teil. Österreich allgemein setzt extrem viel auch auf den Tourismus, gerade den Golftourismus. Sie rechnen mit einer Art Marktbereinigung, sodass es durch die Corona-Krise zu Schließungen kommt. Inwiefern stehen Sie denn im Austausch gegebenenfalls mit weiteren Clubs, Wettbewerbern, inwiefern geht da die Solidarität vielleicht auch ein bisschen einher? Die Solidarität momentan beschränkt sich eher auf die Mitgliedsbeiträge. Es haben alle Golfclubs mehr oder weniger, ich würde sogar sagen, Angst, dass je länger wir zusperren oder nicht aufgesperrt haben, desto größer wird wahrscheinlich auch der Ruf nach
ich würde sagen, Mitgliedsbeiträgen, dann auch gestundet, nicht nur gestundeten Mitgliedsbeiträgen, sondern auch nach herabgesetzten Mitgliedsbeiträgen kommen. Ich hoffe, dass die Mitglieder sich so solidarisch mit uns Golfplatzbetreibern mehr oder weniger stellen, dass sie darauf verzichten. Aber in Zeiten wie diesen bin ich eher skeptisch. Und das ist ein großes Problem auch für uns, weil wir leben ja davon und wir haben Budgets gemacht im letzten Jahr und haben sehr viele Investitionen, die ja nicht ausbleiben. Also es ist ja nicht so, wenn der Golfplatz steht und geschlossen ist, dass wir keine Investitionen haben. Das, allein von den Saatgut, Sand, Spritzmittel, Dünger und so weiter, das muss man ja alles nach wie vor ganz gleich wie jedes Jahr berappen. Also das wird nicht weniger durch die Krise. Mit wie viel Prozent weniger ist denn, sage ich mal, die Aufrechterhaltung einer Grundqualität des Golfplatzes möglich? Schauen Sie, die einzige Chance, heute zu überleben als Golfplatz, ist, wenn man eine große Qualität den Leuten bietet. Jeder ist der schönste Golfplatz auf dieser Welt. Sie können jede Webseite schauen, jeder hat den schönsten, bestgepflegtesten. Aber im Endeffekt ist doch der Greenfish-Spieler, der kommt und der nachher sagt, diese Anlage war toll gepflegt, das ist im Endeffekt der andere wieder dazu anspornt, auf den Golfplatz zu kommen. Sie können 100-mal hinaufschreiben auf Ihrer Website, auf Ihrer wunderschönen, wie schön es bei Ihnen ist. Ja? Wenn der dorthin kommt und es ist nicht schön, dann wird er sagen, so ein Scheiß. Und wird sich mehr oder weniger verarscht vorkommen. Und dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Ich glaube nicht, dass wir mit unserer Qualität hinunterfahren wollen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen noch besser, gerade in diesen schwierigen Zeiten, sein als andere. Die haben die Qualität angesprochen. Die dürfte aufgrund der Tatsache, dass jetzt natürlich überhaupt kein Betrieb auf den Anlagen stattfindet, bei einigen Anlagen, die eben so denken wie Sie, schon die Zeit nach eben dieser schwierigen Phase sehen, enorm steigen. Glauben Sie, dass dadurch dann auch im Nachgang nochmal, auch wenn der Betrieb wieder anläuft, zu einer weiteren Marktbereinigung kommen wird, weil sich die auf Qualität gesetzt haben, die Anlagen und sich richtig positionieren, weil die sich dann durchsetzen werden und andere auf der Strecke bleiben? Bin ich überzeugt davon, ja. So wird es sein. Und die Bereinigung ist ja überfällig. Ne? Wir haben ja sinkende bzw. stagnierende Mitgliederzahlen in ganz Mitteleuropa, auf der ganzen Welt. Und da gibt es leider einige Investoren, ich würde sie als so bezeichnen einmal, die mehr oder weniger, ich sage immer dazu, das sind die Flederer, die Grabschänder mehr oder weniger, die maroden Golfanlagen aufkaufen, um wenig Geld, sie schlecht führen und die mehr oder weniger dadurch die Bereinigung des Markts verhindern. Ja, in der normalen Wirtschaftswelt ist so, wenn ein Geschäft nicht reüssiert und keine schwarzen Säulen schreibt und seine Angestellten bezahlen kann, dann sperrt es zu, geht es in Insolvenz und es ist vorbei. Sperren zu, aus, weg. Ja, bei uns leider Gottes im Golfmarkt ist das nicht so, sondern es gibt irgendwelche Haie, die nach mehr Golfanlagen noch mehr streben. Und die machen an sich das Geschäft der anderen kaputt. Weil stellen Sie sich vor, wir haben in Österreich 160 Golfanlagen. Von diesen 160 Golfanlagen schreiben, ich würde meinen, 20% vielleicht schwarze Zahlen. Die anderen 60% gehen so plus minus null und 30% oder so oder 20% sind an sich insolvent. Wenn die zusperren, dann werden sicher 20.000 Golfer frei. Die könnten auf anderen Golfanlagen sich einschreiben. Dadurch geht es den anderen Golfanlagen, die gute Arbeit geleistet haben, besser. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, aus dem wir, ich mag das jetzt nicht
so pessimistisch sagen, aber aus dem wir vielleicht einmal rauskommen oder wir müssen rauskommen, weil es geht momentan ja allen relativ nicht so gut. Ja, die Krise verschärft das Ganze jetzt, aber steigende Mitgliederzahlen haben wir sicher nicht, nirgends. Was ich aber so heraushöre aus unserem Gespräch jetzt nun, ist, dass Sie sich natürlich auch mit dieser Situation befassen, in der Materie drinstecken und auch schon das Gefühl haben, gestärkt aus dieser Situation hervorgehen zu können. Was macht Sie da zuversichtlich? Naja, ich glaube, ich bin in einer ganz besonderen Situation. Ja, ich habe den Golfplatz vor 30 Jahren gebaut, bin an sich Kinderarzt und Intensivmediziner und habe immer mein Geld verdient. Ich musste nie Geld verdienen aus dem Golfplatz. Den Golfplatz habe ich gebaut, um Golf spielen zu können. Das heißt, ich habe auch nie ein Geld rausgenommen. Das heißt, das, was wir eingenommen haben, haben wir ausgegeben. Und in Zukunft wird das gleich sein. Ich brauche das Geld nicht. Also ich bin nicht angewiesen auf die Einnahmen des Golfplatzes, sondern da ich ja Präsident und Golfplatzbetreiber bin in einer Hand, habe ich es leichter als andere. Die anderen, die davon leben müssen, bei denen wird es eng werden, wahrscheinlich. Was würden Sie diesen Betreibern raten? Sicher nicht mit der Pflege hinunterzugehen, weil das ist der Tod jeder Golfanlage. Personal einsparen, wir wissen alle, dass Personal das teuerste überhaupt ist, schwierig, aber wahrscheinlich wird man das müssen und das andere Personal, das noch da bleibt, wird mehr arbeiten müssen wahrscheinlich oder effizienter arbeiten müssen. Es gibt neue Technologien am Golfplatz, die man anwenden muss. Ja. Also, man braucht nicht jeden Tag das die Grüns schneiden. Es gibt diese herrlichen Roller, diese Bügeleisen, mit denen man jeden zweiten Tag das Mähen der Grüns, auf das Mähen der Grüns verzichten kann. Gleichzeitig aufwendig, aber die Greenkeeper machen das gern. Ja, also ich bin immer ganz fasziniert, wenn ich ihnen zuschaue, wenn sie da über die Grüns rollen. Und im Endeffekt geht es dann schneller und es ist ein bisschen weniger Aufwand und die Qualität ist, die sie dann den Greenfish-Spielern und den Mitgliedern bieten, ist ja noch höher, wenn sie bügeln regelmäßig. Zum Beispiel, ja. Also die Qualität weiterhin Ja, aufrechterhalten, unbedingt. offen sein für neue Technologien Genau. und sich auch damit eine Position bei den Kunden, bei den Greenfee-Spielern erarbeiten. Vielleicht noch zuletzt die Frage, wie erwarten Sie die Entwicklung beziehungsweise die Wiederaufnahme des Tourismus, gerade des Golftourismus, Ja. konkret in Deutschland im Austausch mit Österreich? Glauben Sie, dass es da einen Vorteil, also dass es da steigen wird nach der Krise, weil viele Leute vielleicht auch erstmal auf Flugreisen verzichten werden und wieder nähere Destinationen ansteuern? Oder glauben Sie, dass es sehr verhalten erst wieder losgehen wird? Ich glaube eher das Zweite, dass es sehr verhalten losgehen wird, aber Sie sprechen natürlich einen Punkt an, dass man auf Flugreisen verzichten wird und dass man solche Länder, die diese Krise besser bewältigen, und Österreich gehört ja dazu, wir sind, glaube ich, ziemlich vorn dabei, dass man die natürlich in seinen Planungen bevorzugen wird. Das glaube ich schon. Aber da die wirtschaftliche Situation überhaupt momentan ja sehr angespannt ist und im heurigen Jahr auch angespannt bleiben wird, könnte ich mir vorstellen, dass der Golftourismus ziemlich einbrechen wird. Dass es die Leute, die sich's leisten können, werden es nach wie vor tun. Aber Golf ist jetzt zum Breitensport geworden und es gibt viele Schnäppchenjäger. Es ist ja wieder eine andere Geschichte, die, glaube ich, werden sich das fast nicht leisten können. Es werden auch die Golfanlagen weniger Schnäppchen geben können, ja, weil sie mehr oder weniger um die Existenz bangen. Also ich glaube, heuer, ich sehe da vielleicht einen kleinen Schimmer am Horizont, aber schauen wir mal. Schwierig. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass sobald die Golfplätze wieder geöffnet sind und sobald
die Saison dann tatsächlich auch startet und wieder Fahrt aufnimmt, auch bei Ihnen, Sie gut aus den Startlöchern kommen, dass Sie es schaffen, weiterhin die Qualität aufrechtzuerhalten Ihrer Anlage. Wenn noch weitere Informationen rund um den Golfclub Schloss Frauenthal für unsere Leser interessant sind, haben Sie ja auch mit meinem Kollegen Benjamin Rief ein ausführliches Interview zu dem Thema Golf im Wandel geführt in unserer Golf im Wandel-Serie. Da gibt es noch mehr Informationen und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern in dieser Phase weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke, bleibt gesund.